Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So sang einst König David, hörtest du ihn? So schrie einst König David, halfest du ihm? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schrie der Weltenchristus, blutend am Kreuz, ein Spott den Leuten allen, hörtest du ihn? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unser Altar, am Karfreitag, in der Farbe der Trauer verhüllt, keine Kerzen, keine Blumen und mehr als sonst steht das Kreuz im Mittelpunkt. Dort am Kreuz, geschlagen und gedemütigt und nur noch ein Wimpernschlag vom Tod entfernt, greift Jesus nach diesen Worten des 22. Psalms, die wir eben gehört haben: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kaum einem Satz Jesu sind wir Menschen so nah wie diesem. Wörtlich oder in abgewandelter Form haben ihn schon viele Menschen, vielleicht auch Sie, nachgesprochen, in schweren Momenten. Warum hast du mich verlassen? Warum ist er oder ist sie von allen guten Geistern verlassen? Warum hat mich mein Glück verlassen? Warum hat mich meine Gesundheit verlassen? Karfreitagsfragen. Wir teilen mit Jesus die Erfahrung, aus der Fülle des Lebens unerwartet und ohne etwas ändern zu können, an unsere Grenzen zu kommen. Verlassen zu sein von dem, was das Leben unbeschwert und leicht sein ließ. Manchmal hat die Klage darüber keinen Adressaten, aber oft wird sie an Gott gerichtet. Denn in der Not ist er oft unser erster Adressat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben mit Ausnahme einiger Sommerwochen ein Karfreitagsjahr hinter uns. Vielleicht spürt man das jetzt erst recht. Die Kraft an Leib und Seele schwindet. Menschen leiden, konnten nicht im Sterben voneinander Abschied nehmen, sich in Krankenhäusern nicht besuchen, sich nicht spontan begegnen, bangen um ihre Existenz, können Wohnungen und Häuser nur selten verlassen, vermissen ihre Freunde, ihre Mitschüler, ihre Kolleginnen und Kollegen. Und auf die Fragen, die sich immer dringender stellen, kann niemand uns eine verlässliche Antwort geben. Wie lange geht's noch weiter? Was ist der beste Weg durch die Pandemie? Was erwartet uns noch durch die Virusmutationen? Lasse ich mich jetzt noch mit AstraZeneca impfen? Auch das Vertrauen in unsere technischen und medizinischen Möglichkeiten, das bei uns lange Zeit sehr groß war, das hat viele verlassen. Ja, in vielem sind wir gerade Karfreitagsmenschen mit heftigen Verlusterfahrungen. Ein Schatten liegt über der Seele, macht der einen traurig, die anderen aggressiv. Und in vielen Fragen, die die Pandemie betreffen, geht ein Riss durch die Gesellschaft. Da ist es wichtig, wie Jesus, diese Not auch mal herauszurufen, nicht stumm zu bleiben und sich still in das Schicksal zu ergeben.
Karfreitag ist auch der Tag im Jahr und in unserer Gesellschaft, der den Mut macht, Leiden an Leib und Seele auszusprechen, nicht versteckt zu halten oder nur mit sich auszumachen. Erst jetzt, nach über 12 Monaten Corona, wird öffentlich auch die seelische Not dieses Jahres wahrgenommen. Wird die seelische Inzidenz, wie es unser Ratsvorsitzender der EKD gesagt hat, beachtet. Denn auch sie ist exponentiell gestiegen. Viele Menschen können nicht mehr und wollen das wenigstens auch sagen dürfen und dafür Gehör finden. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesu griff zu den Worten des 22. Psalmes, ermutigt, nicht stillzuhalten, nur weil man über die schwierigen Seiten des Lebens nicht gerne redet oder manchmal sich darüber schämt. Gott will und soll unsere Klagemauer sein. Das ist sein Angebot. Und das haben Menschen auch immer wieder wahrgenommen. Auch Jesus hat es wahrgenommen, dieses Angebot am Kreuz, Gott seine ganze Verzweiflung entgegenzuschreien. Aber es geht bei diesem Ruf Jesu nicht nur um das Gehört und um das Ernstgenommenwerden, sondern es schwingt in der Frage zugleich auch eine Antwort mit. Wenn Jesus die Worte des 22. Psalmes wählt, dann auch deshalb, weil sie nicht nur der Not Ausdruck geben, sondern auch Hoffnung aufkeimen lassen. Denn alle Menschen, die damals unter dem Kreuz standen, die kannten auch die weiteren Verse dieses Psalmes. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. In allen Karfreitagserfahrungen dieses Psalmes liegt doch ein Samenkorn der Hoffnung. Noch sieht man seine Frucht nicht, aber es wächst in der dunklen Erde heran. Gott kommt zur Hilfe, sagt der Psalm. Gott wird sich als stärker erweisen als alles Dunkel. Er wird der Not und der Qual, so wie Jesus und vor ihm und nach ihm so viele andere Menschen sie erlebt haben und immer noch erleben, nicht das letzte Wort lassen. Er wird dem Unrecht und der Gewalt, wie sie Jesus in seinen letzten Tagen vor den Mächtigen begegnet und vor ihm und nach ihm so vielen anderen Menschen, er wird schließlich dem Tod nicht das letzte Wort lassen. All das Leiden und Sterben, alle Krankheit und alles Unfassbare ist bei Gott aufgehoben. Von dieser tiefen Hoffnung ist der Leidenspsalm Jesu durchdrungen. In dieser letzten und tiefsten Hoffnung betet Jesus am Kreuz und wird so in seiner allerschwersten Stunde noch unser Tröster und ein Segen für alle, die auch ihr Leid tragen müssen. Mit dem Blick auf das Kreuz haben wir angefangen. Und damit möchte ich auch enden heute am Karfreitag. Ein anderes Kreuz und eine andere Christusdarstellung. Nicht in leidender Gestalt, nicht mit gesenktem Haupt oder dem Klageruf auf den Lippen, sondern mit erhobenem Kopf und den Blick auf uns gerichtet. Die Hände wie zum Segen ausgebreitet, um zu zeigen, dass Gott stärker ist als alle Karfreitagsmomente unseres Lebens. Dass Gott weiß, dass er das in Jesus Christus überwinden kann. Jesus zeigt uns das mit seinem Tod. Und deshalb können wir auch sagen, dass Jesus auch für uns gestorben ist. Dieses zweite Kreuz, das Sie sehen, ist das Kreuz auf dem Grab meines Großvaters. Er hat sich gewünscht, dass an ihm schon die Hoffnung deutlich wird, die aus dem Tod erstand und die wir dann an Ostern feiern werden. Amen.
des Lebens ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Lasst uns beten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lebendiger Gott, für immer ist dieser Verzweiflungsschrei mit dem Sterben deines Sohnes verbunden. Aber in seine Klage mischt sich der Schmerz unzähliger anderer, die ihren Feinden oder ihrem Leiden hilflos ausgeliefert sind und fürchten, du hättest auch sie verlassen. Wir bitten dich, Gott, hör nicht weg, selbst wenn das Leid keine Stimme mehr hat. Sieh nicht weg, selbst wenn kein anderer das Elend ansieht. Geh nicht weg von den Orten des Jammers auf unserer Erde. Halte aus, woran wir zerbrechen können. Lass den Keim der Hoffnung in unseren Karfreitagsmomenten Frucht bringen. Amen. Und gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen des Herrn. Gott, der Herr, segne euch und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.